Du nimmst in den einen Tank. Ja, das ist unpraktisch. Aber gut. Er wird denn den immer leer saugen. Das wird nachrücken. Und alles ist gut. Ja. Habe ich mir ehrlich gesagt besser vorgestellt. Aber na gut. Das heißt, wir haben jetzt hier durchgehende Befüllung. Lava 4000. Arbeitest du auch? Nö. Warum arbeitest du nicht? Gravel zu Sand. Gravel. Wir haben kein Gravel im System. Ach, weil du keine Energie hast. Ich brauche noch einen Fluid-Exporter. Dafür werden aber nicht die Ressourcen reichen. Expo. Fluid-Exporter. Braucht Precision-Exporter. Braucht Basic-Exporter. Braucht schwarzes Ding. Braucht knubbeliges Ding. Das. Was fehlt hier jetzt? Ah, ich sollte vorher gucken, was das Ding braucht. Glas. Okay, Geo-Gründe Vergangenheit. Ich hoffe, du hast da was vorbereitet. Wenn nicht, haben wir jetzt ein kleines Problem. Wir haben Plastik. Plastik ist schon mal schön. Wir haben Toast. Toast ist immer gut. Mehr Plastik, mehr Plastik. Raw Rubber. Kein Glas. Haben wir denn Sand im System? Jo. Okay, gib mir Sand. Da, Sand, da, Sand, da, Sand. Da, halb Sand, da, halb Sand. Und dann warten wir jetzt nur ganz kurz, schnappen uns vier, fünf Blöcke Glas, die gleich fertig sind. Und machen damit dann das Ding. Und dann kommen wir später wieder und holen den Rest. So. Zwei, vier, sechs. So. Acht Glas. Dass wir immer so knausern müssen mit allem. So, du da rein. Gib mir den Exporter. Basic Exporter. Du. Oh. Was fehlt denn da? Conversion Matrix? Hatte ich die nicht gerade hergestellt? Nö, anscheinend nicht. Okay, du still her. Rein da. Du still her. Was könnte da bloß wählen? Vier Ingots. Na komm. Wenn die jetzt schon fehlen bei dem Zwischenschritt, dann werden sie auch bei den nächsten Schritten fehlen. Du dahin. Interface rein. Porter. Basic Porter braucht zwei Eisen. Zwei Eisen haben wir. Basic Porter. Precision Porter braucht ein Goldchip. Haben wir. Und der Precision Export Pass, ja. Ich hätte jetzt gerne ein Fluid. Da. Fluid Export Pass. Ja, nee. Haben wir das Kabel wenigstens schon? Oder können wir es herstellen, weil wir keine Wolle haben? Okay, String. Können wir ja mit arbeiten, ist alles kein Problem. Ich hätte gern Wolle. So. Dann hätte ich gerne Eisen. Kommt ja doch ein bisschen was ab und an mal zusammen. Da. Und dann kriegen wir das wenigstens hin. Dann haben wir wenigstens eine Befüllung automatisch von dem nächsten Tank. Ich brauche wirklich noch ein anderes Projekt. Aber mir fällt nicht so wirklich viel ein, was kein Eisen braucht. Das ist in jedem Modpack halt drin. Weil alle denken, ach, Eisen findet man noch so viel, hat man auch so viel von, dann können wir das ruhig als eine wichtige Ressource in unserem Mod benutzen. Aber das machen alle. Dann hat man kein Eisen mehr. Und dann ist die ganze Grundlage, die vorher da war, weg. Ja, Quest. Hallo, Questbuch. Inspiriere mich. Go with the flow. Fluid Import Pass. Ja, und hier ist auch der Storage. Oh, was? Kann ich einen Export Pass gegen einen Import Pass tauschen? Irgendwie? Das ist jetzt doof. Weil hätte ich statt dem Exporter jetzt einen Importer gebaut, könnte ich
die ganzen Belohnungen da abgreifen. Vor allem sind da auch 5 Importer und 5 Exporter bei. Grummel, Grumpf, Grumpf, Grumpf. Iron. Naja, das haut nicht hin. 8 Ingots. Das heißt, wir müssen jetzt nochmal dieses komische runde Ding bauen, dann nochmal das komische schwarze Ding bauen. 6. Dann wird das Eisen hinten und vorne nicht reichen. Mist, Mist, Mist. Aber so ist das halt, wenn man zu unaufmerksam ist. Man sollte wirklich häufiger das Questbuch checken, was es da so Schönes an Belohnung gibt. Oh du, wir hätten gerne einen Importer. Ja. Wir hätten gerne das da, wir hätten gerne das da. Ein Importer. Nein, wir hätten gerne. Ich hab. Das da. Zwei Eisen fehlen. Ja, nee. Gut. Das ignoriere ich jetzt. Ich komme erst später wieder mit Eisen. Oh, das war nicht so schön. Du. Wir haben hier noch keinen Harvester gebaut, fällt mir gerade auf. Jetzt bitte, 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 lieber Mod-Hersteller von dem Mine Factory Reloaded, bitte benutzt kein Eisen. Ich guck mal. Harvester. Shears braucht Eisen. Inver braucht Eisen. Machine Frame braucht Eisen oder Aluminium. Das ist schon mal gut, dass es wenigstens ein paar Sachen gibt mit Alternativen. Aber trotzdem werde ich das Ding nicht bauen wegen den Scheren. Es sind nochmal 4 Ingots. Ich könnte aber mal nachgucken, ob ich das Ding vielleicht schon mal gebaut habe. Also ich weiß, ich hatte den zweiten Harvester mal geplant gehabt. Aber habe ich ihn noch aufgestellt? Oder überhaupt gebaut? Ich guck mal. Harvester habe ich nicht. Okay, das kann alles ins System. Zung, 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 zung. Und ich lasse mich weiter inspirieren. Also das ist sehr hoch oben auf meiner Prioritätenliste. Und ich versuche es auch nicht zu vergessen. Dann haben wir Steel Powered Flight. Das Materials and Me Buch in eine Castingform legen und Seared Stone drüber kippen. Das klingt nicht schwer. Haben wir das Materials and Me Buch noch? Materials and You. Okay, Materials and You, nicht Materials and Me. Und wir bräuchten noch ein Seared. Da, Seared Brick. Die bitte einschmelzen. Ein von euch raus. Buch rein. Sieht sehr komisch aus. Aber ja, wenn das Questbuch mir sagt, hau ein Buch in eine Castingform und gieß flüssiges Metall rüber, dann mache ich das. Weil ich werde dafür belohnt. Yellorium Dust und Graveyard Soil. Ah, Graveyard Soil ist ganz schick. Das hat, wenn ich mich recht erinnere, die Eigenschaft, dass es darauf wesentlich höhere Spawnraten gibt. Also super für einen Spawnraum. Wird aber zerstört, sobald direkt das Sonnenlicht draufkommt. Also muss man vorsichtig sein beim Platzieren. Yellorium Dust bräuchte man für einen Reaktor. Und so weit sind wir noch nicht. Also würde ich wahrscheinlich das Graveyard Soil nehmen. Zumal man das Yellorium Dust, glaube ich, auch recht leicht herstellen konnte. Ich guck mal. Yellow. Zu viel gelbes Zeug. Yellorium Dust kommt aus Schwefel und Pulverized Tin. Schwefel kommt aus Netherrack und Kohle. Kohle haben wir ja doch ein bisschen was. Das ist also nicht das Problem. Ja, ich würde auf jeden Fall das Graveyard Soil nehmen. Für einen besseren Spawner. So, du bist geschmolzen. Seared Stone. Da, 3 Stück. Und klick. Und es geht nicht. Ah, wahrscheinlich nicht so eine Castingform, sondern eine tiefere. Pure Molten Seared Stone Overture Materials and Me Book. In a Casting Table. Da steht Materials and Me. Hier steht Materials and You. Ein Tippfehler im Questbuch, ne? Multi Smelting, Questbuch. Basic Material Processing. Ich guck mal hier.
Materials. Nee. Ah, doch, da. Materials and you, materials and you. Nö. Also im Questbuch wurde sich dann wohl verschrieben. Ich brauche vielleicht ein bisschen mehr davon. Aber wir haben nicht mehr davon, oder? Haben wir noch irgendwo anders welches? Das muss ich gleich wieder Grout herstellen. Das wäre ein bisschen doof. Nö. Okay, dann hätte ich ganz gerne Gravel. Ja, kein Gravel. Okay, dann muss ich jetzt Lava klauen, muss nach unten gehen, muss die Stromversorgung für da hinten anschmeißen. Für hier. Ich kann hier keine Lava rausklauen, das ist doof. Okay. Ihr kennt das Spiel. Du, Portable Lava Tank, kennst das Spiel auch. Wir klauen dich jetzt, machen dich voll, legen dich wieder hinten hin, machen dich wieder leer. Und komm, komm, komm. Komm, 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 ups, komm, komm, so. Mitkommen, Gravel herstellen, wir brauchen Grout, damit wir Seared Bricks herstellen, damit wir die eine Quest da machen können. Du, da, du, da, du, da, du, da, du bist voll. So, wo kommt jetzt der Gravel an? Nirgendwo, ne? Ich habe keinen Exporter für Gravel. Gravel. Oh, wird doch verbraucht. Ah, ja, er wird gleich zu Sand verarbeitet. Hier, gib mir den Gravel. Ich brauche 4 Stück. Genau, danke. Dann brauche ich noch 4 Sand. Weil ich baue jetzt darauf, dass ich... Ups. Ich baue jetzt darauf, dass ich einfach mehr Seared Brick brauche, um das Buch zu begießen. Warum auch immer. Und Clay. Das ist Porzellan Clay. Okay, dann brauche ich Dust. Wir haben keinen Dust. Das müsste aber hier drin sein. Nö, das Ding ist leer. Oh, komm schon. Warum? Der Sandexporter war nicht eingestellt. So viele Fehler, die ich hier gemacht habe. Das ist echt nicht schön. Ich brauche jetzt Wasser. Dann brauche ich einen Barrel. Dann kriege ich meinen Clay. Dann kann ich wenigstens das machen. Du. Genau. Hauen wir jetzt einfach hier in eine Ecke. Zack. Wasser. Dust. Clay. So. Crafting Bench. Da ist eine. Weg. Gravel, Sand, Clay. Sehr gut. Die schmelzen wir jetzt ein. Rinn mit dir. Das Buch kam wieder rauf. Materials and you. Materials and you book in a casting table to make the steel book. Ich hole trotzdem mal sicherheitshalber so ein Casting Basin. Obwohl, du kannst einfach den hier machen. Ja, also wenn das gleich nicht klappt, wenn das hier Zeug, ja, das hier Stone ist unten. Wenn das nicht klappt, dann nehmen wir das Buch hier raus, tun das in so ein Ding rein und gießen das dann da drüber. Dafür bräuchten wir auch 9, aber das müssten wir gleich haben. Wir haben jetzt 3 plus 8 sind 11. Außer es wird irgendwie anders umgerechnet, aber das sehen wir ja gleich. Better Barrels, Green Bricks wieder ins System. Und nur mal so zwischendurch gucken. 11 Iron, das ist... Aber ja, das System war ja auch verbuggt, das ist okay. Also nicht verbuggt, es war durch Anwender suboptimal aufgebaut. Wo ist das jetzt da unten? 5 Blöcke? Das ist jetzt komisch. Okay, dann hier rein. Oh, komm schon. Ja, nö, keine Ahnung. Also das Questbuch sagt, pure Molten Seared Stone
Molten Sealstone? Sealstone. Ja, es ist geschmolzen, also ist es Molten Sealstone. Pour Molten Sealstone over the materials in me book in a casting table to make the steelwork guidebook.